So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war nämlich eben an der Tankstelle und da war eine Tankstellenfrau und da lag ein Tankstellenburger. Ich weiß leider nicht genau, was das für ein Burger ist, was der für einen Namen trägt. Der sieht jetzt ungefähr so aus, ist hier eingepackt in so alter Zeitung, ne? Hat sie noch rumliegen gehabt von Anne dazu mal, ist auch ziemlich fest. Der lag natürlich nicht so dort, der lag ausgepackt dort. Und deswegen möchte ich gleich die Geschichte erzählen. Vorher wollen wir den aber mal auspacken. Ein kleines Unboxing-Special-Video. Das ist jetzt der Burger, angeboxt. Das ist der Adi. Den Burger können wir auch mal rumdrehen. Wir können ihn mal aufklappen. Ihr seht hier also Beef. Beans und Bacon, nur ohne Beans, aber hier habt ihr auf jeden Fall, das sollte mal Käse sein, der ist hier so fest dran. Das ist so Bacon, da ist eine Tomate, da ist so Soße drauf, hier sieht man ein Stück Zwiebel. So lag der ungefähr da in der Auslage rum. Und ich habe noch einen Gutschein gehabt für die Tankstelle, ja. Für 9,99 Euro waren da noch drauf, weil ich beim letzten Mal, ich hatte einen 20 Euro Tankgutschein, ich habe für 10,1 getankt, da waren noch 9,99 Euro drauf. Ich also ganz schlau, habe für 19,99 getankt, weil ich mir dachte, nimmst du den Gutschein 9,99 und gibst dir einfach noch 10 dazu. Du musst nicht voll tanken, aber hast du mal ein bisschen mehr drin, ja? 19,99. Ich tank so, ich ziehe so diesen Schlauch hinter meinem Auto lang, weil da waren so viele, die ihren Tankdeckel rechts haben. Ich habe mich einfach rechts angestellt, wo die stehen, die den Tankdeckel links haben, denn ich bin ja kräftig, ich kann ja den Schlauch einfach ein Stück ziehen und da ranhalten. Nicht übers Auto ziehen, das ist verboten, aber du kannst den Schlauch einfach nehmen und dann hinten reinstecken. Habe ich gemacht, fix getankt, genau auf 19,99, heftig, der Boss, die hat Zuckungen. Geh so rein und während ich da so warte und bezahlen will, sehe ich auf einmal diesen Tankstellenburger und ich denke mir, wow, was ist das denn? Was ist da drauf und ist es so mit Ei oder ist es so Bacon oder sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Und dann bin ich dran und sag, hey, was ist denn das für ein Burger? Und sie, na ein Burger. Und ich dachte, wow, die Freundlichkeit steht schon wieder in Person vor dir. Ein Burger, krass. Gut, dass sie mir das gesagt hat, das hätte ich so gar nicht erkannt. Habe ich gesagt, okay, nehme ich mal den Burger, was es ja nun ist, mit. Und einmal die Nummer 3, bitte. Will gerade zu meinem Tankgutschein rausziehen. Sie, mit Karte, ja? Ich so, nee, ich habe noch so einen Gutschein. Sie, geht nicht. Wenn du den Burger nimmst, dann kannst du nicht den Gutschein mitnutzen, ja? Habe ich gesagt, ach so. Ich nehme den Burger aber trotzdem. Dann habe ich meine Karte wieder weggepackt. Sie sagt doch mal mit Karte, ja? Und ich, nein, immer noch nicht. Weil ich hatte das restliche Bargeld schon da. Ich wollte ja eigentlich ihr 10 Euro geben. Habe halt nochmal für den Burger und habe nochmal so statt 10, 20. Und sie, jetzt habe ich schon Karte eingetippt. Und ich dachte mir, das ist alles kein Problem. Ich habe doch Zeit und ich möchte doch diesen Burger und ich gebe ihnen auch Bargeld. Das ist völlig normal für mich. Also sie müssen sich da jetzt nicht so unter Druck setzen lassen, ja. Dann hat sie das eingetippt, hat mir das Geld gegeben, hat gesagt, soll ich es nochmal warm machen? Ich habe gesagt, nö, den nehme ich mit. Wahrscheinlich dachte sie, ich wollte den direkt jetzt ihr aus der Hand essen. Hätte ich sagen sollen, ja, einmal warm machen und dann direkt in den Mund, bitte. Ja? Vielleicht hätte das dann ihrer Vorstellung, das wäre so dem entsprochen. Und dann dachte ich mir, ich nehme diesen Spezial-Deluxe, nein, Adi, diesen Spezial-Deluxe-Burger, weil der so eine tolle Geschichte hat und werde den jetzt hier in einem kleinen Video, in einer Schweigeminute des Burgers mit euch zusammen essen. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Ich werde den Burger jetzt einfach essen. Wie gesagt, der ist halt richtig knüppelhart, der zerlaufene Käse da, der fest ist wie Gummi. Adi, nein, immer noch nicht. Und ihr könnt jetzt schon abschalten oder bis zum Ende dranbleiben. Das war's von meiner Seite aus. Adi! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Hm? Boah. Das schmeckt nach kaltem Kaffee.
Also ich weiß nicht, wo der vorher gelegen hat, aber... Achso, Schweigeminute. Oh, unter der Tomate? Nein. Haben sich sogar Gurken versteckt. Und noch mehr Zwiebeln. Adi. Ich muss zum Arzt, Adi. Ruf mal an, mach mal einen Termin. Wie hast du nicht gemacht? Das habe ich schon letzte Woche gesagt. Von nichts kommt nichts. So, damit ihr weißt, damit ihr wisst, was hinter der Kamera abgeht. Adi ist sozusagen der Kameramann. Also die Tomate ist noch saftig. Habe ich auch nicht oft, dass ein Burger von Biss zu Biss immer besser wird. Zwiebel! Und so einer geht noch. So, das war der Tankstellenburger und ich muss sagen, ich bin echt trotzdem positiv überrascht. Hätte mir diese freundliche Dame nicht den Burger empfohlen, den ich mir selbst gesucht habe und mir so vernünftig erklärt, was da jetzt alles drauf ist, hätte ich den niemals gekauft, aber so mitgenommen, kalt und hart, aber wurde von Biss zu Biss immer weicher, immer köstlicher, plötzlich saftiger. Auch, dass da Gürkchen plötzlich sich noch verborgen haben, Zwiebelchen. Oh nein, Adi macht schon wieder die Süßigkeiten auf. Da muss ich heute wieder naschen. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Habt ihr auch bei euch an der Tankstelle schon mal einen Burger gegessen? Gibt's da Burger bei euch? Oder was gönnt ihr euch an der Tankstelle, wenn ihr mal Hunger habt? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.